Hallo und herzlich willkommen zurück bei. Halt, Oh. was willst du? Also, hallo, herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Und das ging jetzt schon etwas flotter. Ich wollte mir eigentlich näher an diese Mine heran, die noch offen war. Und da sind wir schon mitten im Gespräch. Jetzt konnte ich euch noch nicht mehr richtig begrüßen. Aber zum Glück gibt es diese kurze Auswahlpause. Und der Ratzig Ich schickt komme auf mich. Geheiß von Herrn Ratzig und Meister Pfäfer. Was machst du hier? Was? Was ich hier mache? Ich halte hier Wache, damit kein Lumpenpack das Silber stiehlt. Sehr löblich. Ich bringe dich sogleich zu Meister Pfäfer, auf dass er dich belohnen möge. Aber ich kann hier nicht weg. Wer wird denn sonst Wache schieben? Gutes Argument. Darf ich hier mal rein? Er hält mich zumindest nicht auf. Wir gucken uns einmal an, ob das nicht irgendein Trick ist. Ansonsten hätte er mich. Mist, jetzt bin ich überladen. Was habe ich denn sonstiges in der Tasche und wie schwer ist das? Das brauche ich definitiv nicht mehr. Oh, da muss ich aber einiges loswerden. So viel kann das Pferd nicht mehr tragen. Mist. Kann ich irgendeine Steigerung gerade machen? Agilität, habe ich was? Wenn ich falle. Na, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich trage teilweise Platten. Nee, Moment, zack. Das finde ich nicht schlecht. Und wir nehmen letzte Kraft auch noch mal, aber hilft uns jetzt auch nicht gerade in dieser Situation. Wir haben noch die Hauptstufe. Gucken, was sind denn hier die neuesten? Aber wir können hier wieder Stärke und Kampf erhöhen. Ja, lassen wir das mal. Aber ich habe noch eine neue Stufe in Kampf gekriegt, meine ich. Nee, hat er mir das nicht vorhin angezeigt? Trinkfestigkeit habe ich noch was. Im Schwert habe ich noch eins, aber die, puh. Da brauche ich irgendwas Automatisches. Ich kann diese Kombos nicht. Und ja, das macht es nicht gerade praktisch, aber gut. Müssen wir hier eben was abschmeißen? Können wir ja vielleicht auf dem Rückweg wieder mitnehmen. Wie viel müssen wir loswerden? Vier. Ne, die Schaufel will ich jetzt nicht unbedingt hier lassen. Gewöhnlicher Säbel, ja. Selbst wenn der flöten geht, bin ich immer noch überladen. Ja, 0,2 kann ich nicht irgendwie. Ja. Ach so, nee, ich wollte die alle abwerfen. So. Die braucht keiner. Hier ist ein Licht oder so. Muss ich da von der anderen Seite rumlaufen? Ne, sieht irgendwie nicht so aus. Ah, okay. Schloss knacken, sehr schwer. Ich glaube, das kann ich noch nicht. Gucken, was er sagt. Ja, ist zu kompliziert. Gehen wir mal weiter hier runter. Interessant ist ja hier dieser Zwischenraum. Ich brauche meine Fackel. Wieso bin ich denn jetzt wieder überladen?
Hat was von Dungeons, außer dass hier weniger Goblins und so drin sind. Und ich denke jetzt auch einfach mal weniger Schurken. Weil die würden wir irgendwie sehen müssen. Und wer hält sich hier freiwillig im Dunkeln auf und wartet darauf, dass wir das machen? Ach, jetzt habe ich gar nicht auf meine Uhr geachtet, aber grob weiß ich Bescheid. Ich muss diesen ganzen Weg wieder zurücklaufen, ne? Nur kurz, diese Quest gibt es auch noch. Ja, ich sollte so weit wie möglich hineingehen. Ah, hoffentlich gibt es eine Cutscene, um mich wieder rauszubringen. Ich habe ein Lager entdeckt. Nee, das war der falsche Knopf. Ich würde einmal gern eben die Fackel wegstecken. Okay. Wir lassen den Bogen noch mal fallen. Bist du wahnsinnig? Hör auf, mich zu schubsen! Du bringst uns doch alle um! Hör auf damit! Deine Gier hat dir das Hirn vernebelt! Nein, tu das nicht! Oh. Hey! Kannst du mich hören? Hörst du mich? Bist du noch ganz? Komm schon, sag was! Entkomme aus der Mine. Hey, hey du da! Was hast du getan? Ich? Gar nichts. Einer von euch muss ihn in den Stollen gestoßen haben. Wenn du nicht hier rumschnüffeln würdest, wäre nichts von dem passiert. Ich habe nichts damit zu tun. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Was es auch ist, ihr habt euch für einen Mord zu verantworten. Nur wenn er davon erfährt. Hört zu, seid doch nicht dumm. Wollt ihr wirklich noch einen Mord auf dem Gewissen haben? Es könnte ein Unfall gewesen sein. Aber du weißt, dass es keiner war. Hm? Vielleicht warst du es ja, der ihn gestoßen hat und wir haben dich aufhalten müssen. Das ist doch lächerlich. Wenn ihr von hier verschwindet, verspreche ich euch, dass niemand Fragen stellen wird. Hey, wo geht ihr hin? Ihr lasst uns doch nicht im Stich, oder? Wir haben doch so schöne Zeiten gehabt. Habt ihr vergessen, wie wir uns umeinander gekümmert haben? Hey! Tatsächlich, die wollen kämpfen. Du kannst, kann ich zumindest theoretisch auch. Aber nur theoretisch, weil ich diesen blöden Punkt nicht habe. Und dann bewegst du dich auch immer und ich habe kein Licht. Okay, das ging schnell. Ich brauche die Fackel wieder. Ich glaube, ich hätte denen auch lieber was anderes gesagt. Wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Seid doch vernünftig, ist irgendwie eine sehr unklare Aussage, finde ich. Die werdet ihr jedenfalls nicht mehr brauchen. Was ist denn jetzt mit meiner Fackel? Ja, okay. Entkomme aus der Höhle. Wie ist denn jetzt der Text? Sie haben den Vordermann von den Schacht gestoßen und ich wäre fast dabei erschlagen worden. Ich muss hier raus, bevor mich die Irren umbringen. Ich hatte eher den Eindruck, die sind alle abgehauen. Mal gucken, wo komme ich denn hier hoch oder raus? Wahrscheinlich komme ich hier gar nicht raus, sondern muss hier wirklich durch die Tiefen der Minen. Das ist jetzt etwas scary, ehrlich gesagt. Da sind Fackeln. Wo Fackeln sind, gibt es auch meistens irgendwie
einen Grund für eine Fackel. Aber hier nur sehr begrenzt. Ah, immerhin bin ich hier wieder auf festem Gestein. Ich habe nur keine Ahnung, in welche Richtung ich muss. Wir laufen mal hier lang. Benutzen die Leiter. Das ist der Turm, von dem der runtergestoßen worden ist. Keine Ahnung. Ja, schon alles etwas skurril hier. Aber nach oben ist immer eine gute Idee. Weiter nach oben kommen wir erstmal nicht. Folgen wir hier also dem Gang weiter. Die Menschen werden Untaten und werden mich hassen. Okay. Ja, ich habe ja keine Untat begangen, von daher. Wo bin ich denn jetzt? Ach du meine Güte, was denn hier? Entkomme aus der Mine. Also Richtung A muss ich mich begeben. Wahrscheinlich funktioniert das alles nicht so einfach, wie das jetzt auf dem Bildschirm aussieht, aber in welche Richtung gehe ich denn gerade? Ah ja, ganz falsch ist es aber. Was ist das? Ich bin das. Bleib stehen. Ach egal, mir ist es eigentlich egal. Aber ich könnte mein Schwert trotzdem mal in die Hand nehmen. Der wird ja auch rausgerannt sein, hoffe ich einfach mal. Bisschen wieder Luft holen. Ein ganz schön weit verzweigtes Netz, was wir hier haben. Und die spannende Frage ist, hängen die beiden Sachen jetzt miteinander zusammen? Nee, ne? Sie wird auf einem Hügel festgehalten. Frage, spannender wäre, wenn sie in einem Hügel festgehalten worden wäre. Dann müsste ich mir da jetzt nämlich Gedanken machen, ob ich hier noch weiter durchsuche. Vorne ist wieder Feuer und ich glaube, da ist auch Tageslicht. Speichern wir vielleicht einmal. Ach nee, kann ich nur sehr schwierig momentan ohne. Doch, aber hier ist doch wieder Tageslicht. Hier komme ich doch raus. Du bist zur falschen Zeit. Das wage ich zu bezweifeln, mein Freund. Ein Ritter des Herrn, Ja, ist ein bisschen übertrieben. Okay, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie eine nette Szene oder so. Informiere Tobias Pfeffer. Damit sind wir hier eigentlich schon wieder fast fertig. Das ist doch gut. Gucken wir einmal kurz rein. Meister Pfeffer war völlig außer sich, als er erfuhr, dass jemand Silber stehlen könnte, bla bla bla. Ich muss alles melden. Mir sind zwar keine Felsbrücken auf den Kopf gefallen, dafür befasst Vormann Wendel. Ah, damit ist die Geschichte aber eben auch geklärt. Wir packen einmal eben noch die Fackel ein und dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch diese Quest hier mit. Interessant, wie sich so alles zufällig ergibt. Ach, du bist mir hinterhergelaufen. Und jetzt hängst du da bei dem Eingang fest, was natürlich Humbug ist. Ach.
Na gut, dann machen wir eben ein bisschen was noch zu Fuß. Da oben sind alte Gebäude, Ruinen. Versuchen wir mal, hier die gute Esther zu befreien. Ich habe ein Lager entdeckt. Da vorne. Das ist ein Typ. Ne, das ist ein Stein. Oder ein Pfahl oder was auch immer. Hier los? Was ist das? Der wird wahrscheinlich so einfach zu besiegen sein wie dieser. Ich habe keinen. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut auslassen. Kannst du nicht mehr? Oh shit, da ist einer, der ist wirklich bewaffnet. Was ist los? Komm! Okay, der letzte Speicherstand ist etwas zurück. Okay, ich muss laufen. Es macht keinen Sinn. Ich muss laufen. Ja, bin ich. Ich hau ab. Das war ein bisschen viele. Muss ich gleich erstmal meine Wunden versorgen und so. Ich glaube, der Kampf ist noch nicht vorbei. Okay, Leute. Ich werde mich jetzt hier mal verarzten und dann testen, ob das mit den Aufnahmen alles so geklappt hat. Und wir steigen hier beim nächsten Mal wieder ein. Das war jetzt doch eine heftigere Diebesbande, als ich es gedacht habe. Oi, oi, oi. In dem Sinne, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.